Hallo, willkommen zum Teil 11 der Corona-Serie. Ich hatte ja den Leuten empfohlen, sie sollen sich nicht mit dem System anlegen, während diese Corona-Maßnahmen greifen. Nicht, weil es da ein Virus gäbe, sondern weil die ganzen Corona-Maßnahmen ja einen anderen Zweck dienen. Es dient einfach dazu, um zu verhindern, dass der Deep State, wenn er also wenn die unterirdischen Basen da geräumt werden, zurückschlägt und Anschläge macht und dadurch viele Menschen sterben. Und durch den Sicherheitsabstand ist es eben gewährleistet, dass Terrorangriff eben nur wenige trifft. So. Und jetzt kommt die Sache natürlich langsam raus. Die ersten Bilder sind im Netz von den Befreiungsaktionen. Es ist aber immer noch unter Geheimhaltung. Das heißt, die Militärs, die daran beteiligt waren, stehen immer noch unter höchsten Geheimhaltungsverpflichtungen, und das bedeutet, wenn sie denen nicht nachkommen, dann hat das ernsthafte Konsequenzen, also schwere Strafen. Also bis Hochverrat kann mit dem Tod bestraft werden, und das wird sich keiner, der im US-Militär tätig ist, antun. Ja, und deswegen ist da zu erwarten, dass das erstmal bis zum Abschluss der Aktionen keine großen Veröffentlichungen geben wird. Wenn, würde das dann erst passieren, wenn das Militär wieder nach Hause geschafft ist und nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern eben auch diese Räumaktionen abgeschlossen sind. Irgendjemand hatte um den 9. rum ins Netz gestellt, es wäre abgeschlossen mit Deutschland, mit den Militäraktionen, kann ich so nicht erkennen. Ich würde sagen, sie sind weitergelaufen, mindestens bis zum 15. Und am 14. war dann die zweite Meldung, dass es angeblich geräumt wäre. Das ist schon eher glaubwürdig. Der Zeitplan hat sich nochmal verzögert. Es ist jetzt davon auszugehen, dass die Militäraktionen in der Woche vor Pfingsten zum Abschluss kommen. Man muss ja auch sehen, dass die Militärs dann auch Pfingsten mit ihren Familien feiern wollen. Sie sind ja auch aus christlichen Ländern, da ist ja Pfingsten ein hohes Fest. Aber zum Trost derer sei gesagt, Pfingsten liegt eh nicht auf dem korrekten Datum, weil die katholische Kirche den Kalender gefälscht hat. Also wenn Ostern nicht auf dem korrekten Datum liegt, weil ja das Osterereignis nicht zu Ostern stattfand, sondern zu Passa, und Passa kann ja 4 Wochen später sein, je nachdem, wann der Neumond Tag ist und wann der Frühlingspunkt ist, und der 14. Tag von dem Frühlingspunkt, von dort aus wird ja das Passa berechnet. Ne? Und wenn wir aber einen Kalender haben, der nicht am Frühlingspunkt losgeht, sondern am 1. Januar, willkürlich, dann stimmt natürlich alles nicht. Und dann verschiebt sich das natürlich bis zum Vierteljahr. So, also insofern kann man darüber wegsehen. Es muss früher oder später sowieso wieder auf den korrekten Kalender zurückgeändert werden, aber das ist jetzt ein Nebenproblem. Das Hauptproblem, was wir haben, dass eben durch die Corona-Maßnahmen die Regierung die Wirtschaft so schwer geschädigt hat, wie es selbst 1929 nicht gewesen ist. Dass das jetzt noch nicht bei jedem durchschlägt, hat einfach damit zu tun, dass sie die Kurse für die wesentlichen Wirtschaftszahlen gefälscht sind, dass die nicht der Realität entsprechen und im Prinzip nur am Computer erzeugt werden. Das gilt auch für die ganzen Rohstoffpreise, die nichts mit der tatsächlichen wirtschaftlichen Realität zu tun haben, sondern einfach von irgendeinem Rechner gestellt werden, sodass es nicht leider jeder merkt. Und dass die Panik am Markt eben nicht sofort durchschlägt, wenn irgendwo dann doch mal was rauskommt. Aber das geht alles nur eine Weile. Auf Dauer kann man das Wirtschaftssystem in dieser Form nicht erhalten. Es ist ein Naturgesetz, dass es zum Crash kommt, und dieser Crash kommt zeitnah, vermutlich dieses Jahr. So, viele sagen ja, es geht jetzt nur noch um Tage oder Wochen, nicht mehr um Monate, aber das ist schon 3, 4 Mal gesagt worden in den letzten 3 Jahren. Also insofern, wir sind nahe dran, aber ein konkretes Datum wird es momentan nicht geben können. Ich für meinen Teil orientiere mich am Goldpreis und an den militärischen Aktionen. Militärischen Aktionen haben wir ja gehört, in Deutschland soll es abgeschlossen sein, per 14. Mai, und in anderen Ländern wohl noch nicht. Offensichtlich in Italien nicht und in Frankreich auch nicht, weil die äußeren Aktivitäten von Macron und was sie jetzt in Italien veranstalten, deuten darauf hin, dass die Aktionen dort weitergehen und einen offiziellen Abschluss wird es geben, wenn alles geräumt ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man China zum Abschluss bringen kann, weil eben dort das kommunistische Regime noch dran ist, und ähnlich sieht es auch in Venezuela aus. Überall sind dort Bunker von dem Deep State, also
So schnell ist mit dem Corona-Ende nicht zu rechnen. So, und da haben wir ja viele mich angeschrieben, sagen, was sagst du denn zu dem Ramelow, der will die ganzen Corona-Maßnahmen beenden. Also wenn ihr mal ihn genau angehört habt, und es ist ja unerträglich gewesen, was sie im Deutschlandfunk und die ganze Zeit auf MDR Thüringen auf und runter gebetet haben mit dem Corona, es gibt keinen Virus. Punkt. Es gibt nur Corona-Maßnahmen. Es ist eine ganz normale Grippe und die Corona-Beschwerden, die sind dadurch entstanden, dass eben Chemtrail-Bestandteile die Erde erreicht haben. Das macht man ja nun schon seit Jahren. Irgendwann kommt das Zeug mal am Boden an und durch die Mikrowellenstrahlung dringt das eben auch in den Körper ein und das erzeugt genau diese Schädigung. Und es hat, dass da jetzt noch eine Grippe dazu kommt, ist ein Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Sachen, aber das genau ist die Corona-Geschichte. Und wenn man das 5G abschaltet und auf die bisherige Technik zurückgreift, werden die Symptome weltweit auch verschwinden. Genauso wie es in Wuhan eben auch war. Und nachdem sie die 5G-Antennen abgeschalten hatten, hat diese Krankheit eben auch nachgelassen. So, gut. Und da die Regierung das aber nicht will und weil ja die 5G-Verträge unterzeichnet sind und die Firmen dann wieder Schadenersatz klagen, da muss ich mal kurz einwenden. Es gibt eine generelle Verfügung des Staates, nämlich vom Kaiser, dass das einzige Recht der Firma Funk und Telekommunikation zur Verfügung zu stellen, Telefunken zusteht und niemand anders. Und niemand kann sich auf gültige Verträge mit dem Staat berufen, weil es das nicht gibt, weil es nur Telefunken das exklusive Recht hat, einen Rundfunk- und auch Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten. So, und die haben natürlich schon mit anderen Firmen, wie zum Beispiel Siemens Halske oder ähnlichen, dann Verträge geschlossen, die denen dann Hardware geliefert haben. Deswegen steht auf manchen Fernsprechern und Fernmeldeanlagen noch Siemens drauf, die aus der richtigen Zeit sind. So, das ist aber auch schon alles. So, das Monopol ist Telefunken und Telefunken hat man zerschlagen. Die sind von irgendeinem Asiaten aufgekauft worden und der nutzt das nur noch als Name. So, mehr ist von dem Unternehmen nicht mehr übrig. Und das muss erstmal wieder hergestellt werden, damit man wieder in den ordentlichen Rechtskreis kommen. Solange das nicht passiert ist, können die Verträge jederzeit storniert werden und für nichtig erklärt. Das gilt auch für Vodafone, D1 und was es sonst noch alles gibt. So, die sind alle nur mit dem Recht der Weimarer Republik unterwegs. So, und diese Strahlung, die die aussenden, die schädigt eben Erbgut und führt eben auch zu Erschöpfungserscheinungen, zu Lungenschäden, zu Hautkrebs und ähnlichen Dingen. So. Man hat festgestellt, dass diese Mobilfunkstrahlung in dem biosensitiven Bereich ähnlich schlimme Auswirkungen hat wie eine Bestrahlung mit radioaktiven Strahlen. Das ist in den oberen Frequenzen immer mehr angenähert. Und ja, und wenn die Behörden und auch die Politiker das ignorieren und sich immer alles Mögliche unterhalten, zum Beispiel wurde eine Landtagssitzung abgehalten, da war es sogar Bundestag, was man denn mit dem horizontalen Gewerbe macht. Das wäre so ein dringendes Problem und die würden alle nichts verdienen. Nee, es geht gar nicht darum, dass sie nichts verdienen. Es geht darum, dass die Politiker was veranlasst haben, wo die dann selber nicht mehr in das horizontale Gewerbe gehen können. Nur darum geht's. Und wenn den Politikern was im Weg steht, dann gibt es natürlich so eine Sondersitzung und da bemühen die sich. Aber um das wirkliche Volk, um das Leiden des Mittelständlers oder des Bauern, hat sich doch die Politik die letzten 100 Jahre gar nicht gekümmert. Das ist doch eine Lüge, wenn die erzählen, sie würden fürs Volk regieren. Nee, die reagieren und machen Politik immer nur für die Menschen, von denen sie bestochen werden. Und das ist typische SPD-Politik. Die haben in den letzten 100 Jahren ihre Einstellung zum Regieren nicht geändert. Die haben das konstant durchgehalten. Volksverräter von der ersten Stunde an. Vom 28.10.1918 bis heute haben die sich nicht geändert. Es kann mir niemand erzählen, dass die SPD was in ihrem Grundsatz politischen Ansichten geändert hatte. Die haben sich der aktuellen Lage ein bisschen angepasst, aber sie machen damals Volksverrat und heute machen sie auch noch Volksverrat. Das ist das Gleiche. Und wenn man sich die Äußerungen von den zwei Pappnasen, die da bei der SPD von der 20 mal anhört, was sie im letzten halben Jahr so von sich gegeben hat, dann merkt man, dass es immer noch die alte USPD ist, die damals mit dem Putsch angefangen hat. Und jetzt ernten sie das, was sie vor 100 Jahren angefangen haben, nämlich eine Wirtschaftskrise, die noch deutlich schlimmer ist, wie das, was 1929 passiert ist. So, und jetzt kommt es nämlich darauf hinaus.
Die Corona-Grippe-Geschichte war etwa so tödlich wie ein Viertel von einer ganz normalen Grippewelle. Ne? Und da ist nie ein Lockdown oder irgendwas verhängt worden. Die ganzen Lockdown-Maßnahmen sind komplett überzogen. So. Aber man hat es durch den Lockdown geschafft, die Wirtschaft so nachhaltig zu schädigen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen etwa viermal so schlimm sind wie die Wirtschaftskrise von 1929. Und da wissen wir, dass es bis 1933 gedauert hat. Da gab es nämlich das Gesetz über die Abwendung von Not und im Volk, Hunger und Not. Und das ist das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Und das war 1933. Also wir reden hier von 1929 bis 1933, sind das mal 4 Jahre, reichlich 4 Jahre. Und das mal 4 würden also bedeuten, wir würden also 16 Jahre brauchen, um die Auswirkungen, die jetzt durch die 3 Monate passiert sind, wieder auszubügeln. Also man kann ja davon ausgehen, dass vor 3 Monaten so der Lockdown gegriffen hat. Ja, und da können wir uns alle frisch machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, es will natürlich kein Politiker schuld sein. Und das ist nämlich der Grund, weshalb der Ramelow jetzt versucht auszuscheren und versucht, den Lockdown zu beenden. Es wird ihm aber nicht gelingen. An dieser ganzen Lockdown-Geschichte und Virusgeschichte hat der Deep State 20 Jahre Planung verschwendet. Die Viren, die da in Wuhan freigesetzt worden sind, daran wurde vor 20 Jahren geforscht. Die Forschungsprojekte, die in Hamburg-Eppendorf gelaufen sind, um diese Viren waffentauglich zu machen und in alle Welt zu verschicken, das ist auch schon wieder 10 Jahre her. So. Und jetzt will man innerhalb der Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen den wirtschaftlichen Schaden wieder gut machen. Das geht nicht. Wir müssen damit rechnen, dass es selbst, wenn wir von heute auf morgen von Bundesrepublik auf Kaiserreich umschalten würden, dass es trotzdem noch 3 Jahre dauert, um die wirtschaftlichen Schäden von den 3 Monaten auszugleichen. Es würde zwar schneller gehen, aber nun ist es ja so, dass die meisten nicht mal begreifen, dass die Bundesrepublik in dieser Form nicht erhalten werden kann, schon aus rein finanztechnischen Gründen. Es ist ein völlig überschuldetes System und es kommen ja nicht nur die Schulden der Bundesrepublik zum Tragen, sondern die der EU noch obendrauf. Also kann man da noch einen Faktor 10 dann multiplizieren. Weil die EU ist ja damals geschaffen worden, indem Deutschland 100% eingezahlt hat und bestenfalls 2/3 des Geldes wieder zurückgekriegt hat. So, also wenn man so will, ist Deutschland über die EU zu einem Drittel ausgeplündert worden. So, wir wissen ja, wenn der Staat dem EU-Beitritt nicht zugestimmt hat, und der Kaiser ist nicht aus dem Grab gekrabbelt und hat gesagt, ja, EU geht schon klar. Nee, die EU ist ja viel später gegründet worden, als der Kaiser gestorben ist. Er hat sein Ausfertigungsrecht an niemanden übertragen, weil es keinen gab, der das ordentlich hätte verwaltet. Der Hitler war nicht dazu in der Lage und wollte das auch nicht. Ja, und dann hat er das Ausfertigungsrecht halt mit ins Grab genommen. Und seitdem kann das kaiserliche Gesetz nicht fortgeschrieben werden. So, und vom 28.10.1918 bis zu seinem Tod im Sommer 1941 hat der Kaiser nichts ausgefertigt, weil nichts, was damals gelaufen ist, annähernd richtig und korrekt nach der verfassungsmäßigen Ordnung abgewickelt worden ist. So, und wenn man das alles weiß, muss man doch schließlich und endlich zu dem Schluss kommen, dass man, wenn man die Sache in Ordnung bringen will, erstmal an den Punkt zurückkehren muss, wo alles noch korrekt lief. Ich muss mal kurz unterbrechen, ich mache das gleich weiter.